Moin und herzlich willkommen zu einem neuen BGC-Part auf diesem Kanal. Heute mit einem sehr, sehr witzigen, aber dennoch sehr, sehr starken Team. Das, was ihr hier seht, das dürft ihr auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja, da ist ein Funpi, aber dieses Funpi erfüllt in diesem Team eine Rolle, das kein anderes Pokémon besser ausfüllen kann. Weil wir haben ein Boden-Pokémon mit einer Prio Eisattacke. Und das ist sehr, sehr wichtig für Miraidon, weil das Teil hat den Schwächenschutz drauf. Das heißt, mit dem Eissplitter können wir den aktivieren. Wir gehen auf plus 2 Spezialangriff und dann haben wir die Parabolladung. Eine Attacke, die ein bisschen underrated ist, die ist nicht super stark, aber das Ding heilt sich halt wieder hoch, wenn es halt Pokémon trifft. Nachteil ist so ein bisschen, es trifft halt das ganze Feld. Also auch Teammates werden davon getroffen und man muss dann immer ein bisschen drum herum spielen. Aber da kommt natürlich dann der Bodentyp von Funpi ins Spiel, wird davon nicht getroffen. Das heißt, wir haben ein relativ simples Setup mit Eissplitter into Miraidon, into reinknallen. Dieses Miraidon ist super bulky, das heißt, selbst wenn der Gegner irgendwie ein Double-Up reinhaut, sollten wir in der Lage sein, relativ viel zu leben und können dann eigentlich ja mit einem Game relativ schnell davon laufen, wenn der Gegner vielleicht nicht genug Schaden macht gegen Miraidon, weil er es nicht so bulky erwartet hat. Wir sind auf plus 2, wir heilen uns wieder komplett hoch und danach können wir immer noch mal passiv spielen, weil wenn das Ding erstmal aktiviert ist, dann wird der Gegner nicht auf Funpi gehen. Wird generell nicht für Funpi gehen, deswegen können wir immer mal einen Turn Schutzschilden, Dampfwalze drücken, Speedkontrolle holen und dieser Elefant macht auf jeden Fall ordentlich Work. Ist ein sehr, sehr cooles Team und es funktioniert auch relativ häufig, weil ich habe schon angesprochen, durch den Bulk von Miraidon. Das Ding lebt echt viel, weil es ist an sich bulky und wir spielen es bulky. Das ist sehr, sehr cool. Der Rest des Teams ist auch so ein bisschen aufs Elektrofeld aufgebaut. Wir haben Eisenkrieger, was natürlich trotzdem zusätzlich die Booster Energy hat, einfach weil wir das Ding dann auch ohne Miraidon spielen können, weil wir auf Felder von Gegnern reagieren können. Gortrom zum Beispiel mit dem Grasfeld oder auch Servol mit dem Psychofeld, dass wir trotzdem auch noch Speedkontrolle uns holen können und Elfun, Stichwort Speedkontrolle, ist natürlich auch am Start für Rückenwind, damit wir da super schnell unterwegs sind. Säurespeier, Eisenfalter als Supporter, müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nur im Elektrofeld schneller sind durch den Speedboost, den wir natürlich auch durch den Quantenantrieb bekommen. Sonst sind wir auch mit Max Speed langsamer als unser Miraidon. Wir sind auch nicht Max Speed auf dem Miraidon, aber zumindest auf so Ogapon und Boreos habe ich so ein bisschen Acht gelegt, dass wir, oder Acht genommen, dass wir da outspeeden können. Und ja, Eisenfalter ist im Elektrofeld schneller. Nur, dass man die Speedwerte so ein bisschen im Kopf hat und weiß, was einen da erwartet. Und ja, auch Farigiraf ist ein Mon, das man neben Miraidon stellen kann. Wir sehen, wir haben auf jedem Mon Schutzschild. Das heißt, wir können auch mal so eine Parabolladung zünden, während irgendwas daneben steht. Schutzschild bzw. Rundumschutz drücken. Und Farigiraf hat kein Schutzschild, hat aber dafür eine Terra Boden. Das heißt, das Ding mit dem Elektrosamen sowieso kann man auch mal neben Miraidon stellen und einfach den Hit rausballern. Das heißt, ein paar Synergien. Die Hauptkombo ist aber Miraidon Funpi und ich hoffe doch sehr, dass wir das heute rausbekommen. Ich bin guter Dinge, ist schon meine zweite Aufnahmesession. Ich habe gestern eine gemacht, aber irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Ich wollte dann auch raus, weil gutes Wetter war. Und Leute, ich arbeite schon sehr, sehr viel und deswegen habe ich mir gestern mal eine Auszeit genommen. Aber heute volle Motivation, neue Motivation. Was ich noch sagen wollte, ich merke bei den Videos, wenn ich sage, lasst ein Like da, dann haben die Videos einfach viel mehr Likes. Wenn ich es vergesse, merke ich das immer an den Like-Zahlen. Deswegen, eine Sekunde dauert wirklich nicht lang, kostenloser Support. Und wenn ihr zusätzlich noch nicht kostenlosen Support da lassen wollt, dann könnt ihr mal bei den Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Ist ganz neu, da könnt ihr Badges bekommen, Emotes, die jede Woche neu designt werden, also jede Woche kommen welche dazu, wenn wir neue Slots bekommen für die Kanalmitglieder. Deswegen schießt gerne eine ab, wenn ihr vielleicht 2 Euro im Monat übrig habt. Ermöglicht meine Arbeit, dass ich mehr Zeit hier reinstecken kann, dass ich größere Projekte, von denen ich sehr, 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 sehr nice Ideen habe, auch Projekte, die man auf YouTube, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, habe ich Ideen. Das Einzige, was fehlt, ist Zeit. Und Zeit ist Geld. Das heißt, wenn ich mehr Geld mit dem Kanal verdiene, logischerweise kann ich auch mehr Zeit reinstecken. Ist so eine kleine Spirale und das könnt ihr mir mit eurer Watchtime, aber auch mit den Kanalmitgliedschaften natürlich ermöglichen. Deswegen schaut da gerne vorbei und wir sehen uns jetzt auf der Ladder wieder, wo wir mit Funpi und Miraidon hoffentlich ein paar Leute hops nehmen können. Let's go! So Leute, willkommen zum ersten Matchup. Wir kämpfen gegen Ravcav. Willkommen! So, wir sehen, dass wir leider ein Servol haben. Außer Servol fühle ich eigentlich mein Miraidon sehr. Ich will einfach damit mal reingehen. Es sieht nicht unfassbar gut aus. Dinglu ist ein Problem. Aber gegen den Rest ist es schon okay. Dinglu, Problem.
Rest und Spotlight, Rest okay. Gehen wir einfach mal so rein, oder? Es kann natürlich Rundumschutz drauf sein auf dem Krimanzo, definitiv. Das ist ein bisschen nervig, aber nicht furchtbar schlimm. Ich würde noch reingehen mit den beiden und da versuchen, ein bisschen Work zu machen. Let's go. So, wir sehen Elite. Wir sehen Tornadus und Armor Rouge. Okay. Das ist für mich ein Lied, mit dem ich absolut, absolut, absolut leben kann. Es wird hier kein Rundumschutz kommen. Es wird hier kein Rundumschutz kommen. Es könnte der natürlich der Bizarrum kommen, aber ich gehe einfach für die Parabolladung und ich gehe für den Eissplitter. Es bleibt mir ja anderes übrig. Es wird hier doch jetzt nicht irgendwie kompletter Quatsch kommen. Es kommt vielleicht ein Switchout in Servol, aber das Psychofeld ist uns egal, weil wir natürlich unsere eigene Seite angreifen und da können wir Prioritäten ballern. Das heißt, das ist ja das Coole am Psychofeld. Es schützt einen nur selber. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das cool ist, aber zumindest ist es halt nice für unsere Strategie. Okay, wir sehen eine Terra. Es könnte Terra Pflanze sein, damit der Bizarrum sicher rauskommt. Würde ich sehen an der Stelle. Es könnte auch so Terra Psycho. Wenn jetzt U-Turn kommt, raste ich aus mit Schwächenschutz. Please not, please not. Bitte nicht Kehrtwende. Könnte immer noch Kehrtwende sein. Dann sind wir... Aber wir sind schneller als Boreos. Das heißt, wenn es Walschall Kehrtwende ist, okay, dann hat er mich jetzt hier bekommen, der Gegner. Aber ansonsten... bitte nicht. Bitte nicht. Okay, kein Walschall. Könnte Fokusgurt sein, ganz klar. Aber ich würde sagen, so kann man gut und gerne mal in die Folge starten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie... Also es kann wahrscheinlich eine Flächenmacht. Und wahrscheinlich ein Angriff. Sonst wäre ja der Rückenwind vorher rausgekommen. Es wird Kehrtwende gewesen sein. Aber das ist halt sehr risky gegen das, was da steht. Wir haben gar nicht so viel Investment. Aber dieses Ding, selbst wenn wir jetzt Schaden gefressen hätten, wir hätten sehr, sehr viel gelebt. Ich glaube, eine Flächenmacht auf plus 2 im Psychofeld mit Terra Psycho nicht. Deswegen genau dafür, ich habe es eben, glaube ich, in der Team-Preview gesagt, ist der Speed einfach da, dass wir Boreos outspeeden. Und wenn es eine Kehrtwende war, coole Strategie, aber ja, es ist auch ein bisschen risky, den natürlich immer rauszubekommen. Ich werde jetzt hier eine Blitztour in den Slot reinballern und rechte Hand, wenn Bizarrum kommt, ups, nee, nicht Schutzschild, sorry. Wenn Bizarrum kommt, ist das so schlimm? Eigentlich nicht. Ich gehe auch in die Terra-Fee, ehrlich gesagt, weil, warum nicht? Rechte Hand, Blitztour, Terra Fee, gib ihm. Ich glaube, er kann es doch gewinnen mit so... Also wenn er jetzt zum Beispiel Spotlight drückt und irgendwie Iron Defense und super schnelles Samazenta ist, dann vielleicht. Oder einfach Body Press geht, aber wir sollten schneller sein. Also Samazenta ist schon fast unterwegs. Aber halt nicht so fast. Ich sag auch, Servol ist weg. Also plus 2 mit rechter Hand. Ich sag, Servol ist weg. Kann natürlich einen Fokusgurt haben. Ach, geht ja gar nicht für Spotlight. Nevermind. Sag mal, also irgendwie in letzter Zeit diese ganzen Meme-Strategien. Letztens mit dem Zacian einfach Samazenta von Full gewone-shottet. Uff. Und jetzt in der nächsten Folge muss Samazenta wieder darunter leiden. Es tut mir ein bisschen leid. Blitzo ist unser stärkster Move. Rechte Hand, gib ihm und das Game wird aufgegeben. Okay, wir kommen mal kurz rein in die Folge. Leute, kommt runter, kommt runter. Die Strategie ist nice. Es war natürlich mal wieder GG, RevKev, das perfekte erste Match. Ich muss sagen, ich habe lange dafür jetzt gespielt. Gestern habe ich, wie gesagt, schon eine Aufnahmesession gemacht, deswegen... Ist es auch so ein bisschen verfälschend, aber ich nehme das jetzt sehr gerne mit, weil ich habe Bock auf die Folge und die Kombi kann sehr stark sein. Ob das jetzt der Gradmesser dafür war, nicht unbedingt, aber wir werden es auf jeden Fall im nächsten Match vielleicht nochmal probieren, wenn es das Matchup hergibt. War auf jeden Fall schon mal ein nices erstes Match. Wir gehen direkt ins nächste rein. So, willkommen zum nächsten Matchup. Gar nicht gemerkt, dass ich schon irgendwo drin bin. Wo ist das Restricted Mon? Okay, es gibt keins. Ich muss auch sagen, nach der Mewtwo-Folge bin ich mit dem Account hier so ein bisschen gedroppt. Also, da bin ich 5-10 gegangen, ne? Da bin ich schon ein paar Plätze nach hinten gerutscht. Aber wir sind halt trotzdem noch in der Meisterballklasse. Das heißt, eigentlich... Ich meine, es ist ein super starkes Team, ne? Es ist ein Team, das natürlich einfach Koronospa statt Flutterhaar oder so. Keine Ahnung. Vielleicht wäre das eine Idee. Und das funktioniert halt trotzdem, weil Speedkontrolle ist da. Ich wüsste halt gern, wenn Chiyu Flutter kommt...
ob wir da bestehen können. Ich kann auch erstmal mit den beiden reingehen, weil das ein sehr starker Lead ist und auch gegen Gorthorn ganz okay ist. Wir sind dann schnell, wir haben Rundumschutz und den drücke ich eigentlich immer gegen den Lead, Gio. Ich gehe rein mit Speedweed und mit Türö. Probieren wir es mal so. So, ich sag, wir hätten auch überlegen können, mit dem Elefanten zu leaden, aber das wäre ein bisschen zu schlecht gewesen, weil den Lead vom Gegner habe ich tatsächlich erwartet. Ich gehe erstmal ganz entspannt hier für Terra Fee, Parabolladung und Rundumschutz, denke ich. Wir sehen nämlich jetzt die Booster Energy beim Gegner. Das ist natürlich ein bisschen scary. Wir können auch einmal Schutzschild drücken und Eissturm, aber ich denke, das ist es nicht unbedingt. Deswegen Terra Fee, Parabolladung und Rundumschutz. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Wir kriegen nichts vom Dark Pulse von Chiyu. Wir können gucken, ob das Ding Walschall ist. Wir kriegen nichts von der Hitzewelle, logischerweise. Ich hoffe einfach, dass Terra Fee Zauberschein kommt. Gortrom Switch wäre ein bisschen nervig, aber dann können wir immer noch reagieren und können auf jeden Fall ein bisschen Work machen. Von daher, ich gehe in die Terra. Die möchte ich hier gern drücken, weil ich eigentlich keinen anderen Play habe. Ich kann Schutzschild, Eissturm macht keinen Sinn, weil Flatterhaar schneller ist und mir eine Mondgewalt ins Gesicht zimmern kann oder ein Zauberschein oder sonstiges. Von daher sehen wir erstmal keine Terra beim Gegner. Finde ich schade. Ich hätte gerne offensive Terra gesehen. Aber furchtbar ist es nicht. Vielleicht geht auch Chiyu in die Terra und es ist nicht Walschall. Ich denke eher, dass es Specs ist. Und wahrscheinlich sehen wir einen Eissturm. Eissturm, Hitzewelle oder sowas. Erstmal kommt mein Rundumschutz. Nee, Zauberschein ist zu free. Zu schmackhaft gegen das, was auf dem Feld steht. Let's go. Perfekt. Eisenkrieger ist so ein nices Mon. Das kann alles. Das kann jede mögliche Support-Move. Das ist wirklich extrem cooles Pokémon. Und wir sehen hier vielleicht den Dark Pulse. Hitzekoller. Uff. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist halt krass, weil die Terra damit ein bisschen erwartet wurde. Also ohne die Terra wäre das noch ein besserer Play jetzt gewesen. Aber ich habe halt die Mondgewalt abgefangen. Und die sind aber beide ultra offensiv. Wie viel kriegen wir hier zurück? Schon ein bisschen was wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich genug. Aber für mich ist es hier immer Schutzschild und einmal Eissturm. Weil Zauberschein jetzt ist es einfach nicht. Das ist einfach ein Play, mit dem wir uns komplett full heilen. Und das kann unser Gegner gerade einfach nicht machen. Let's go. Ich denke, Mondgewalt in den anderen Slot wäre vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen. Aber wir kriegen jetzt hier aber ganz entspannt mal einen Eissturm raus. Sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Der Hitzekoller kam zuerst raus. Das war sehr gut. Das heißt, es ist ein Walschall-Juju. Gut zu wissen. Das heißt, es ist auf jeden Fall gelockt. Walschall kam zuerst raus, danach haben wir uns hochgeheilt. Ja, Walschall-Juju confirmed. Und ja, jetzt ist es für mich einfach, ich denke mal, Parabolladung und nochmal Rundumschutz, oder? Weil jetzt sind wir auch schneller mit Miraidon als Juju. Die Mondgewalt wird uns niemals rausnehmen. Und mit der Parabolladung holen wir einen Double KO. Und ja, wir sehen, dass wir hier ganz gut damit fahren erstmal. Wir sehen jetzt einen Switcher, das kann Gortrom sein. Definitiv. Ja, ist auch Gortrom. Guter Switch auf jeden Fall. Hitzekoller ist natürlich echt eine Gefahr. Walschall, Juju, kann man mit umgehen. Wenn jetzt die Mondgewalt in den Eisenkrieger kommt, wäre das sehr, sehr strong. Wenn Zauberschein kommt, nice. Ich glaube aber, es muss hier eigentlich Mondgewalt in einen der Slots kommen. Ich denke nicht, dass hier nochmal der Gamble eingegangen wird. Es kommt Mondgewalt in den richtigen Slot. Diesmal, finde ich. Wir sind Full KP, aber gut. Das ist halt der Nachteil an Eisenkrieger. Das Ding hat starke Angriffswerte, kann physisch und speziell gespielt werden. Aber ja, die Verteidigungswerte sind halt nicht gut genug, um... Ja gut, es ist ein Flatterhaar und sehr effektiv. Aber trotzdem, es hält nicht so viel aus. Sagen wir mal so. So, die Frage ist, was kommt jetzt rein beim Gegner? Wir wissen, kein Restricted am Start. Und wir wissen, Walschall Chiyu. Wir können gut und gerne irgendwas reinholen, um uns vielleicht die Speed-Kontrolle trotzdem zu holen. Und ich denke, das ist auch der Play. So gerne ich gerade das Funpi reinholen will, ist es das leider gerade nicht. Weil, dass das reinkommt, ist perfekt. Das ist perfekt.
weil wir Schutzschild auf beiden Slots haben. Perfekt. Parabolladung ist so underrated. Ne? Wir waren schon mal down gefühlt und sind wieder komplett full. Schutzschild, Schutzschild und danach Rückenwind. Und Parabolladung, denke ich mal, ist fein. Beziehungsweise können wir auch Blitztour in den rechten Slot relativ free spammen. Eher vielleicht sogar Drachenpuls. Einfach damit wir eine Terra-Pflanze abfangen können. Wird aber eher Terra-Geist sein bei Walschall. Vielleicht können wir auch gamblen. Wir sehen den Mogelhieb. Sehr schön. Wenn wir Tarnumhang wären, wäre es das halt auch nicht gewesen. Und wir sehen Commitment auf die Hitzewelle. Die ist natürlich scary. Aber nicht scary genug, würde ich mal sagen. Nicht scary genug. Müssen wir kurz nochmal das Team vom Gegner angucken. Wir hatten noch Elfun und Baojian, glaube ich. Und was war da noch so unterwegs? Furienblitz. Ganz ehrlich, komm, ich gehe für die Blitztour. Ich weiß nicht, ob da jetzt was reinkommt. Und ob der Drachenpuls reicht, weil wir sind halt nicht auf plus 1. Aber die Parabolladung hat schon so viel Schaden gemacht, dass ich glaube, dass es reichen wird. Deswegen ist es für mich... Zugabe wäre auch geil, aber wenn jetzt einfach die Prio kommt, lieber nicht. Rückenwind. Obwohl, meine Prio kommt ja schneller. Na, wär auch cool gewesen. Weil wir haben ja den Sash, aber mit Rückenwind holen wir uns jetzt einen safe ein KO und riskieren dann keinen Burn. Von daher Rückenwind, Drachenpuls, falls der Langhals reinkommt, kommt nicht rein. Chiyu wird abgeworfen. Cool, das Match funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das Match jetzt auch so als wirklich Gradmesser, habe ich eben schon gesagt, sehen kann. Ach du, das ist doch... Der ist eben für Mogelhieb gegangen. Das ist nicht Bandit, aber ich sag euch ehrlich, ich glaube, das ist Full Attack oder so. Und jetzt kommt eine Prio rein. Also ich glaube, wir verlieren es an der Stelle sogar noch. Weil hier einige Prios reinkommen. Ich kann einmal Schutzschilden und hier natürlich eine Mondgewalt zimmern in den Slot. Das ist nett. Danach gehe ich in Funpi raus, heb mir das Ding nochmal auf und versuche vielleicht das Grasfeld irgendwo ein bisschen auszustallen. Weil dann kann ich es eventuell noch gewinnen. Wir sehen jetzt eine Terra auf dem Raging Bolt höchstwahrscheinlich. Ja. Könnte Terra Elektro sein. Das ist Terra Fee, sehe ich eigentlich lieber. Weil wenn wir nochmal eine Parabolladung rausbekommen, können wir uns an dem Teil auch gut hochheilen. So, Schutzschild kommt. Let's go. Wir schützen uns selbst. Wir sehen keine Grasrutsche. Kriegen wir den Drop? Kein Drop. Also keine Grasrutsche ist übertrieben riskant, weil Parabolladung ist halt... Okay, das ist so gut. Das ist so gut. Alter, wie viel Schaden macht dieser Holzhammer? Come on. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Wir müssen jetzt hier sehr riskant und komisch spielen. Ich hätte jetzt lieber noch irgendwie was anderes dabei. Leider Überreste. Aber ja, nicht so schlimm. Ich gehe hier raus in Funpi und gehe für Zugabe in den Slot. Dann ist das Teil auf Gedankengut gelockt oder auf Sturmblitz, je nachdem, wofür es sich jetzt gerade entscheidet. Eins von beiden. Also entweder es bleibt halt drin. Strong wäre jetzt Schutzschild und Elfhuhn rausnehmen. Aber wenn ich dann irgendwie jetzt... Weiß ich nicht. Ah, das wäre eigentlich der Play. Alter. Kommt einfach, ne? Es kommt einfach. Krass. Dadurch verlieren wir das jetzt an der Stelle noch. Aber der Holzhammer kommt in den Slot. Okay. Das ist eigentlich sogar Best Case. Das ist eigentlich sogar Best Case. Weil jetzt kommt halt nochmal die Zugabe in den Slot. Und ein Schutzschild. Und dann spammen wir einfach Schutzschild auf dem rechten Slot und versuchen den Gortraum-Slot rauszunehmen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall der Play sein. Rhydon ist halt schon ultra low. Viel zu low leider. Da wäre es vorhin einfach Parabolladung in mein eigenes Elfhund gewesen, um wieder ein bisschen fitter zu sein. Weil der Sturmblitz ist halt leider zu gut. Ist halt leider zu gut. Ja, Zugabe in den Slot. Schutzschild. Es wird der Sturmblitz kommen. Und wir müssen versuchen, noch an dem Gortraum irgendwie vorbeizukommen. Es hat aber zu viele KP. Kein Sturmblitz ist ein Missplay.
Kein Sturmblitz ist ein absoluter Missplay. Es hat vielleicht keinen Sturmblitz, wir haben es noch nicht gesehen. Das ist ein krasser Missplay. Kriegt er das Schutzschild? Hat es nicht bekommen, ne? Das ist tragisch. Okay. Holzhammer. Rücken wir das weg, ist egal. Das Ding ist gelockt. Das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, dass wir das Teil ausnocken und dann überleben wir es. Also wenn es Sturmblitz hat, dann gewinnen wir es zu 100%. Komm, please. Wenn es Sturmblitz hat, muss es für Sturmblitz gehen, um sich nicht auf das Schutzschild locken zu lassen. Mondgewalt kommt, guter Schaden, Drachenpuls kommt, weg. Und damit sollten wir dieses Raging Bolt jetzt ausnocken können. Das war sehr, sehr scary. Also ich glaube, wir haben es gut gespielt. Und Gegner hatte auf jeden Fall eine klare Wincon mit Elfun rausnehmen. Aber da war er greedy und wollte Miraidon rausknallen. Und da hat sich unser Donphan in den Weg geschmissen und gesagt, nee, lass mal. So, eine Runde Zugabe haben wir noch. Ich gehe jetzt mal für Parabolladung und Schutzschild. Einfach, damit ich mir noch ein paar KP dazu hole. Dass es der Gegner es ausspielt, finde ich richtig, weil er kann, wenn er vielleicht doch Schutzschild hat, sich gleich nochmal darauf locken. Und das wäre auf jeden Fall die Idee vom Gegner. So, wir sind natürlich nur auf plus minus 0 oder auf neutral. Das heißt, wir machen keinen Schaden, weil das Ding ja auch schon Gedankengut-Intus hat. Aber wir kriegen mächtig KP zurück. Na gut, 30. Bisschen mehr erwartet. So. Play vom Gegner wäre jetzt noch einmal Schutzschild drücken. Und danach Sturmblitz. Ich gehe hier immer für Schutzschild. Falls er jetzt für Sturmblitz geht und für Zugabe. Muss ich machen. Play vom Gegner immer Schutzschild. Kommt nicht. Kommt nicht. Es hat keinen Sturmblitz. Oder Gegner hat einfach komplett den Plan, was hier passiert. So, Schutzschild kommt. Schlägt leider fehl. Okay. Sprich, für mich ist es jetzt Drachenpuls into irgendeinen Move, den ich ganz häufig habe. Ich kann auch Rückenwind drücken zum Beispiel. Also Drachenpuls ist eh useless, falls es auf PP-Stall am Ende rauskommt. Und hier drücke ich Rückenwind, weil das nächste Schutzschild wird halt nicht fehlschlagen. Ich weiß nicht, ob der Gegner gerade einen Plan hat, was er hier spielt. Ob er noch eine Wincon sieht oder so, ob er meine Zugabe ausstallen will. Anscheinend schon. Anscheinend ist das wirklich der Plan. An dieser Stelle lege ich euch einfach mal ganz entspannte Musik drunter und melde mich dann an der Stelle wieder. Also Schnelldurchlauf, keine Angst. Es wird schnell vorbei sein für euch, wie so ein Pflaster, das man abzieht. Tut einmal kurz weh, aber dann ist auch gut. Und dann melde ich mich wieder, wenn es relevant wird. So, Leute, cool. Timer Win, let's go. Also, der Gegner, der konnte mich, ihr habt es im Schnelldurchlauf gesehen, konnte mich nicht touchen und ich habe dem jedes Schutzschild und jeden Sturmblitz weggenommen in einem mindzermürbenden Game. Ja, und am Ende critte ich das Ding weg. Wir haben mehr KP und er hätte uns einfach auch mal 10 Minuten sparen können. Trotzdem war das ein cooles Match und ja, den langweiligen Part habe ich euch am Ende dann auch einfach rausgepackt. War, glaube ich, dann trotzdem zu sehen, cool zu sehen, weil was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesehen, okay, es hat eine Prio. Schutzschild, Gedankengut, Sturmblitz, Drachenpuls. Das Ding kann mich nicht touchen, solange ich nicht angreife. Und deswegen habe ich die ganze Zeit halt nicht angegriffen, außer es war gezugabt. Da habe ich versucht, mich wieder hochzuheilen, damit ich halt potenziell irgendwas leben kann und KP halt mir gönne. Und dann habe ich halt, ja, irgendwann waren die Schutzschilde weg. Dann habe ich das Ding auf den Sturmblitz gelockt. Dann waren die Sturmblitze weg. Hatte sogar nur 5, glaube ich. Das war ganz cool. Also gar nicht gemaxt, was man auf jeden Fall machen sollte. Und dann kam der Crit. Und damit war es dann besiegelte Sache. War jetzt für euch wahrscheinlich gar kein langes Match, für mich schon. Aber ich würde sagen, wir können trotzdem noch in ein weiteres reingehen und da nochmal versuchen, ein bisschen was mit Donphan oder mit Funpi, sorry, nicht Donphan, noch nicht, zu machen. Weil das Ding hat sich gerade nur heroisch in so einen Holzhammer reingeworfen. Aber es soll halt jetzt nochmal ein bisschen mehr Work machen. Probieren wir mal im dritten Matchup aus. So, willkommen. Wir kämpfen gegen Edimon. Okay, viele, viele Antworten auf Miraidon von Edimon. Donarion.
Spannend, Koraidon. Spannend. Ich frage mich, wie schlecht das trotzdem ist, damit reinzugehen. Ich glaube, ich will damit nicht leaden, weil als Lead gibt es einfach zu viele Antworten. Und da kann man zum Beispiel erst schon mal eine Terra irgendwie beim Gegner rausbaiten, wenn Koraidon im Lead steht. Wir können für Speedkontrolle sorgen. Wenn Screens rauskommen, können wir auch offensiv pressuren. Sprich, ich könnte mit den Vieren reingehen. Ich frage mich gerade, wie gut Eisenmotte ist. Eigentlich ist Eisenmotte auch echt nicht schlecht. So in einem normalen Match würde ich jetzt sagen, Eisenmotte über Terreux, aber das ist kein normales Match. Das ist einfach die Funpi-Folge, deswegen kommt das Ding mit. Das ist nämlich sehr, sehr cool und ich feiere es komplett und deswegen soll es mitkommen. Schade, dass wir heute nicht ein Sand-Team gespielt haben. Das hätte ich sehr gefühlt, wenn wir das Ding irgendwie mal genutzt hätten. Aber ja, so ist es halt. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Habt ihr das Video schon geliked? Ich hoffe doch. Und dann gehen wir rein und probieren mit den vier Mons das Matchup zu gewinnen. So, hallo. Doppel-Fee-Lead. Okay. Wir setzen uns gerade gegenseitig sehr stark unter Druck. Das Coole ist, Initiative-Boost, okay. Wir kriegen aber auch einen Initiative-Boost. Und jetzt ist halt so, willst du hier für den Reflektor gehen? Ich denke eher nicht. Sprich, für mich ist es hier immer Seelenbruch into Rückenwind. Das sollte eine ganz gute Sache sein. Ich glaube, also ich gehe jetzt nicht von dem Mogelhieb gerade aus. Das wäre sehr, sehr strong. Würde uns das Game wahrscheinlich einfach kosten. Mogelhieb into Terrafee, Zauberschein oder so. Wäre aber fein für mich. Das heißt, Spirit Break tausche ich hier gerne. Wir haben kein Angriffsinvestment, aber gegen Flutter sollten wir trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr viel Schaden machen. Trotzdem Two-Hit auf jeden Fall. Und wenn das Ding vielleicht selber jetzt nicht krass in die Offensive geht, sondern nur Zauberschein drückt, sollten wir den auch noch leben. So, wir sehen wahrscheinlich Lichtschild, Zauberschein, gehe ich von aus. Wir sehen Reflektor. Wild und sehr, sehr riskant, weil wenn wir nicht physisch sind, dann ist der komplett sinnlos an der Stelle. Aber gut, steckst du nicht drin, war halt am Ende war es halt gut. Ich bin eher von dem anderen Hit rausgegangen. Wir gehen jetzt für Seelenbruch und wir gehen hier für Mondgewalt in den Slot. Damit setzen wir auch Olangarden schon mal ein bisschen auf den Timer. Wir sehen den Switchout da. In Feenattacken kam aber nichts rein, solange ich mich erinnere. Gortram noch am ehesten, der Rest nicht, okay. Das heißt, wir wissen aber auch alle Mons. Bei Koraidon wird noch mitkommen oder mit dabei sein. Lichtschild kommt jetzt. Ja, die Screens sind jetzt draußen. Okay. Die Screens sind jetzt draußen. Wir gehen für Seelenbruch. Wir können jederzeit critten. Das ist kein Crit. Spezialangriff sinkt. Mondgewalt kommt. Und das Ding kriegt keine 50%. Okay. Keine 50%. Ich denke, ich kann einmal Schutzschild mit beiden. Weil ich hole mir selber ein bisschen Grasfeld Recovery. Ich stall eine Runde Screens aus. Ich gucke ein bisschen, was der Gegner macht. Kommt eine Abgangstirade. Kommt ein eventuellen Mogelhieb, in den ich danach einfach Zugaben kann, viele, viele Möglichkeiten. Mich regt der Reflektor immer noch ein bisschen auf. Ich finde, der ist eigentlich zu sehr predictend, weil letztendlich ist da schon mal ein Mon, das gesichert speziell ist. Hätten wir vielleicht auch überlegen können, nicht für Rückenwind zu gehen, aber hätten wir durch den Zauberschein zu viel gefunden bekommen. Also erstmal, es ist auch okay, finde ich so. Schutzschild kommt, Schutzschild kommt. Wir sehen die Kehrtwende. Okay, in Elfhuhn. Spannend. Und wir sehen Seelenbruch. In den Slot, okay. Das ist aber für mich relativ fein, weil ich einfach den rechten Slot doublen kann und mir dadurch einen KO hole. Und das wäre ziemlich entspannt. Ich glaube nämlich, ja, Funpi hier reinwechseln ist es definitiv nicht. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu und es fühlt sich nicht gut an. Hoffentlich ist es kein schlechtes Déjà-vu. Ich double den rechten Slot, lässt dazu, Seelenbruch kommt. Ja, das ist hundertprozentig ein KO. Und Gewalt kommt und das Ding ist auf jeden Fall weg. Und ja, Kehrtwende ist natürlich nervig, weil da Gortram wieder reinbringen kann. Aber mit Double Schutzschild machen wir hier gar nichts falsch. Nach einer Kehrtwende Holzhammer wäre ein bisschen nervig, aber Kehrtwende nehme ich sowas von mit. Ist auch, glaube ich, kein Bandit-Set unbedingt. Einfach wollte er vielleicht einfach einen Rhydon-Switchout irgendwie auch ein bisschen predikten oder so, aber für mich ist es jetzt okay. Wir sehen jetzt Koraidon und das Ding muss zwingend in die Terra gehen. Und da kommt dann halt Donphan und sagt, Moin,
schon mal was von Parabolladung gehört. Das ist ein ziemlich cooler Move. Und der Shepard dich einfach gleich komplett weg. So, Rückenwind ist weg. Das heißt, auch Flatterhaar könnte jetzt ein Switch-In sein. Aber ja, für mich vollkommen fein. Klar kann man das ausnutzen, um irgendwie Schwertanz oder Gedankengut rauszubringen oder Flame Charge in sich selber zu drücken. Ganz wilde Plays wären das. Könnte man echt sogar überlegen. Gegner überlegt auch länger. Ich finde es jetzt auch gar nicht so einfach. Was würde ich reinschicken? Ich finde, Flatter macht jetzt einfach mehr Druck. Aber Gegner weiß, dass wir Schutzschild auf beiden haben. Und Rückenwind eh nochmal rausbekommen. Deswegen, okay, Flatter. Ich werde trotzdem Schutzschild mit beiden, weil Screens sind draußen. Wir können nochmal Heilung abstauben. Gegner auch, okay. Zumindest auf dem Flutter-Main. Aber ja, warum nicht? Schutzschild und Schutzschild. Und danach drücken wir Seelenbruch in den rechten Slot und Rückenwind. Die Terra muss sein. Also das jetzt so stehen zu lassen, wäre viel zu riskant. Deswegen Terrafeuer muss hier sein, kommt auch. Und jetzt holen wir gleich Speedkontrolle und sollten mit Miraidon eigentlich durchgehen können. Sollte eigentlich ziemlich entspannt sein. Wir können immer... Klar, das Feld kann nochmal gewechselt werden. Ist ein bisschen nervig, aber dafür, dass wir Donphan noch haben, können wir den Schwächenschutz aktivieren und können durchgehen. Und das ist ja das Schöne. Das ist das Schöne. Mondgewalt kommt und Flame Charge nehme ich an. Nitro-Ladung. Okay, da müssen wir nochmal überlegen, was wir hier drücken, weil in dem Fall drücken wir tatsächlich Eissturm und nicht Seelenbruch in den rechten Slot. Da ist Eissturm jetzt einfach die konstantere Variante, um Koraidon halt dauerhaft langsamer zu lassen. Und wir drücken hier Rückenwind. Double KO kommt für den Gegner, aber wir bringen halt unsere Geheimwaffe, aka das Funpi rein. Und Eissturm trifft. Jetzt sehen wir erstmal, ist es vielleicht Neutralschmuck? Ich muss sagen, ich habe es nicht bedacht. Okay, es ist Neutralschmuck und das ist leider ziemlich problematisch. Weil, wenn es Max Speed ist, dann wird es nochmal spannend, wenn er den Rückenwind gut ausdäumen kann. Ich glaube, wir haben genug Turns, aber so... Wir verlieren einige Turns durch den Mogelhieb zum Beispiel. Wir wissen noch nicht, ob der Mogelhieb drauf ist auf dem Gortraum, aber dadurch, dass Kehrtwende kam, gehe ich einfach von der Offensivweste aus. Und damit sollten wir eigentlich immer... Also wir sollten das 1 gegen 1 dagegen gewinnen. Vor allem mit der Terra-Fee dann können wir uns immer wieder hochheilen und machen wahrscheinlich trotzdem genug Schaden. Aber es wird trotzdem ein bisschen scary. Für mich ist es jetzt immer Schwächenschutz aktivieren, Parabolladung spam. Das sollte gegen dieses Flatter auf jeden Fall ausreichen. Hoffe ich. Und wenn es halt nicht drin bleibt, auch okay. Für mich Eissplitter into Parabolladung, into komplette Eskalation. Komm, das ist jetzt der Moment, auf den wir gespielt haben. Der Eissturm war es am Ende nicht. Muss man einfach sagen, hätten wir eine Sekunde länger nachdenken sollen, als der Eissturm rauskam, war es klar. Also ich glaube, wahrscheinlich ist Neutralschmuck 99% irgendwie gespielt. Aber das ist gerade tatsächlich geil für mich, weil ich jetzt mein Setup rausbekomme und jetzt rechte Hand drücken kann. Und das ist sehr gut. Das heißt, wahrscheinlich wird das Flatterhaar, das Koraidon zurückgeworfen. Aber es ist für mich in Ordnung. So, Parabolladung kommt. Terra ist es weiterhin nicht. Wenn eine Drachenattacke drauf ist, also mit rechter Hand sollten wir den Sword, glaube ich, ausnocken, oder? So, Setup for free bekommen. Parabolladung. Ist es überhaupt die Parabolladung? Will ich lieber einen KO holen? Ich glaube, es ist trotzdem die Parabolladung into rechte Hand. Und einfach beten. Es ist alles angerichtet für ein Festmahl für Miraidon. Es ist trotzdem noch ein bisschen scary, weil sobald der Rückenwind vorbei ist, ist dieses Koraidon schneller. Koraidon kommt nochmal zurück. Okay, das Feld wird resettet, aber Flatterhaar ist weg. Und Gortrom kriegt auch ein paar KP, hat auch schon ein bisschen Schaden gefressen, aber Flatterhaar sollte das an der Stelle nicht mehr überleben. Vor allem mit der rechten Hand. Kann für Double Protect gehen. Mal sehen, ob was committet. Wäre auf jeden Fall ein Play, den man machen kann. Kommt nicht. Okay, das heißt, ein KO holen wir uns schon mal. Let's go. Was? Alter, das enttäuscht mich komplett. Das enttäuscht mich sehr stark.
Okay, das ist übertrieben traurig. Was zur Hölle? Wie wenig Schaden hat das gemacht? Auf plus 2 mit rechter Hand. Es war ja Booster Energy. Ich bin dumm. Ich habe die Screens einfach ignoriert. Okay. Ich habe noch Rückenwind. Ich gehe für Schutzschild und ich gehe für... Ich denke, ich gehe einfach für den Eissplitter, um halt das rechte Mon so ein bisschen auf den Timer zu setzen und werde hier einen Eissplitter rausballern. Eissturm, Dampfwalze ist es nicht, weil wir halt nie wieder schneller werden als dieses komische Flatterhaar. Von daher ist es einfach hoffen, dass zwei Eissplitter reichen. Die Dampfwalze macht jetzt auch im Grasfeld tatsächlich weniger Schaden. Wir sehen den Mogelhieb einfach, okay. Sehen wir Zauberschein? Ah, ich habe die Screens einfach ignoriert. Nervig. Das macht gar nichts. Reflektor ist natürlich auch noch draußen. Wow, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Gefahr ist. Okay. Ich muss jetzt, glaube ich, für die Terra gehen. Rückenwind ist weg. Lichtschild ist weg. Das heißt, jetzt holen wir den KO. Und ich gehe hier für Parabolladung und ich gehe für rechte Hand, denke ich. Oder für Eissplitter. Ich bin aber langsamer, ich probiere es mal. Weil den KO rechts hole ich eh und der Schaden auf Gortrom ist derzeit nicht so wichtig. Probieren wir es mal so. Ich glaube, wir können es noch gewinnen mit sehr viel Glück. Zum Beispiel mit einem Double Protect nachher können wir es noch gewinnen. Der Eissturm ist halt sehr, sehr nervig und die Screens habe ich einfach mal konsequent ignoriert. Es kommt jetzt ein Schutzschild, okay. Kommt eine Kehrtwende. Grasrutsche, okay. Einfach nochmal Free Damage für mich. Auch mal Schutzschild drücken können. Finde ich spannend, dass er sich jetzt erstmal das Fun-Pie kümmert, aber okay. Mach halt. Hätte ich es gewusst, hätte ich echt nochmal Schutzschild drücken können. Das ist natürlich Offensivweste. Okay. Ich gehe jetzt nochmal für Schutzschild. Erstens hole ich mir dann mehr KP von Flatterhaar. Beziehungsweise, nee, ich greife jetzt an. Auch wenn Holzhammer kommt. Wir holen uns KP zurück. Weil es ist, sonst drückt er nochmal Schutzschild und drückt dann Holzhammer und dann mache ich irgendwie keinen Progress so richtig. Deswegen gehe ich jetzt in die Offensive. Ja, das macht viel Schaden. Ah, der Drop ist absolut nervig. Es läuft gerade ein bisschen Sachen schief. Ich lese die Sachen nicht so richtig. Wir kriegen auch kaum KP zurück, weil Flatterhahn hat natürlich nur einen 55er KP-Wert. Und jetzt kommt der Holzhammer und dann die Nitro-Ladung und dann ist es halt leider vorbei. Schade. War... Abschlag. Hä, wir haben kein Item. Hä? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten aus dem Matchup mehr rausholen können, wenn ich jetzt so ein Play sehe. Abschlag, Kehrtwende, Mogelhieb. Grasrutsche. Grasfeld. Eine Runde. Schutzschild. Schutzschild kommt. Ich check's gerade nicht. Wir kennen das Full Set von Gortrom. Grasrutsche kommt. Und Nitro-Ladung. Oder dieser Flammenblitz, okay. Sein Play, Grasrutsche drücken und Schutzschild auf Miraidon. Ich glaube, es kommt vielleicht so ein bisschen aufs Gleiche drauf hinaus. Es wird aufs Gleiche drauf hinaus laufen. Sprich, für mich ist es einfach Parabolladung-Spam und hoffen, dass wir damit durchkommen. Miraidon, ich glaube, wir verlieren es. Aber... Maybe nicht. Flammenblitz. Komm, please, mach das nicht so viel. Komm, Miraidon. Ah, okay, schade. Ich glaube, ganz ehrlich, es war vielleicht sogar irgendwo knapp. Ich werde mal in den Kalk reingehen, falls euch es auch interessiert. Weil ich würde gerne wissen, wie viel das wirklich tatsächlich jetzt gemacht hat. Wenn ich auf so ein Full-KP Miraidon gehe und hier Koraidon reingehe, Scheiß Scarf, ist ja egal. Ich mach's mal Full Attack, Terra Feuer, Flare Blitz, natürlich in der Sonne. Dann macht das laut Kalk. Das macht 54-64%. Das ist gar nicht mal so viel. Beziehungsweise, ja, 55-65%. Es war ja Clear Amulet. Also eigentlich war das tatsächlich ziemlich knapp, weil wir hatten doch eigentlich mehr. Ein Crit war es auch nicht. Verpasse ich irgendwas? Ich glaube nicht.
Es hatte keinen Angriffsboost, es war einfach Terrafeuer. Also irgendwie glaube ich, dass wir irgendwas vielleicht verpasst haben, weil es war Safe Clear Amulet. Und damit macht es mir halt echt nur 55-65% mit der Terrafeuer. Selbst Full Attack, wir sind Full KP. Was soll ich sagen, war trotzdem ultra spannendes Match. Mit einer Niederlage aufhören, fühlt sich trotzdem gerade nicht so cool an. Deswegen würde ich sagen, eins geht noch. Gucken wir, dass wir das Setup nochmal rausbekommen. Und dann ist das eine sehr runde Folge. Like habt ihr ja schon dagelassen. Wir sehen uns gleich. Leute, ich bin natürlich komplett der Idiot. Ich bin ja dumm. Ich habe die Terra einfach gerade beim Kalken nicht eingegeben. Ups. Was ist mit mir? Das killt immer. Gut, sagen wir mal Jolly. Ich meine, Max Attack weiß ich nicht. Also es killt immer. War vielleicht ein bisschen überambitioniert, dass ich das leben kann. Alter, wir sind Full KP. Und das killt einfach. Wahnsinn. Okay, das habe ich irgendwie nicht erwartet, aber vielleicht habe ich einfach die Kraft von Kuraidon dann so ein bisschen unterschätzt. Wir hätten natürlich zurück auch viel Schaden gemacht. Trotzdem war es ein spannendes Match, auch wenn ich den Kalk jetzt irgendwie verhauen habe und die Terra nicht beachtet habe. Da manchmal funktioniert dieser Head-Kalk, den man so hat, aber in dem Fall war der ja komplett daneben, muss man mal sagen. Also das macht 100%. Wenn es jetzt nicht Full Attack ist, oh, ich habe gar keine Zeit mehr. Dann haben wir auch Chance, das zu leben, aber wir hatten ja schon ein bisschen KP abgezogen. Wir sehen wieder einen Kuraidon. Müssen wir diesmal auf jeden Fall drauf achten. Aber ja, was soll ich sagen, Leute? Wir gehen einfach rein mit der Kombi. Die sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Wir gehen noch mit denen rein und probieren es. So. So, wir sehen auch dieses Eisen, dieses Riesenzahn im Lead. Das ist natürlich ein bisschen scary, das Teil. Weil gefährlich. Aber wir sehen keine Booster Energy. Sprich, für mich ist es immer Dampfwalze Schutzschild. Genau dafür ist es da. Ich denke, dass hier einfach instant irgendwie, weiß ich nicht, Schutzschild Erdbeben kommt oder irgendwie, ja, also mein Miraidon wird halt gerade echt unter Druck gesetzt. Aber mit der Dampfwalze können wir uns hier Speedkontrolle holen, können danach eventuell ein bisschen Work machen. Wir sehen direkt die Terra, das nehme ich doch sehr gerne mit. Das ist doch ganz angenehm. Ich wäre gern anders geleadet, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr, weil ich noch ein bisschen im Kalk festgehangen habe. Es kommt instant die Terra. Okay, leider Terra Boden. Ich hätte auch gerne andere Terra gerade gesehen. Wir sehen Schutzschild. Erstmal auf ganz entspannt. Sehen wir Eissturm, das wäre nicht so cool. Leider ja. Das heißt, das Ding ist jetzt sehr scary, aber es wird ja... Boah, das ist aber offensiv, das Teil. Uff. Und Schmetterramme. Okay. Chill mal kurz. Gefährlich. Terrabuden, Schmetterramme. Der will mich aber komplett brennen sehen, du. So, Dampfwalze kommt. Bisschen Chibidi-Chap. Auch viel auf das Flatterhaar. Es ist halt trotzdem jetzt ein bisschen scary, weil ich, am liebsten will ich eigentlich nochmal rausgehen und hier will ich eigentlich nochmal Dampfwalze drücken oder so. Elfhut sollte nämlich noch alles überleben, was da kommen kann. Können danach nachlegen mit Eissplitter und so weiter. Oder sind vielleicht sogar im Rückenwind dann noch schneller, dass wir uns Miraidon hier nochmal aufheben. Ich denke, das sollte eigentlich vollkommen fein sein. Ich kann aber auch überlegen, einfach den rechten Slot auszunocken mit einem Drachenpuls und einem Eissplitter. Ist ein bisschen scary, aber trotzdem sollte das, glaube ich, fein sein an der Situation. Wir sind nämlich jetzt safe schneller mit dem Miraidon und wir sollten das Teil auf jeden Fall wegschroten können. Es scheint für mich auch, ich weiß nicht, ob es offensivfeste ist, das wäre ein bisschen stressig, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir schon mal die Terra draußen. Let's go, mach's gut, Riesenzahn. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Du hast so wunderschön in dieses Schutzschild reingeballert und bitte geh für Eissturm. Bitte geh für Eissturm. Vielen Dank. Bitte miss Miraidon. Was zur Hölle? Okay. Hier mal wieder das YouTuber-Klick ohne Ende. Habe ich mir verdient, nachdem ich den Kalk eben so dumm gelabert habe und so überrascht war, dass das gekillt hat. Und das reicht eigentlich immer. Aber Leute, was soll ich sagen? Meine Kuraidon-Kalks sind nicht am Start. Weil, ja, sind halt nicht am Start. So. Willkommen. Schutzschild. Into Dampfwalze. It is. Weil selbst wenn der Eissturm jetzt kommt, und der muss eigentlich kommen, haben wir gute Chancen, schneller zu bleiben. Ich hoffe, dass wir das Donphan verlieren. Das kleine Donphan. Ich sag immer Donphan. Sorry, ich meine natürlich Funpi. Ich hoffe, dass wir es verlieren. Es hat gute Arbeit geleistet, wie immer.
Wir sehen den Flareblitz. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kalks kennt mit Flammenblitz in der Sonne. Das ist schon sehr böse. Und wir sehen den Eissturm. Bitte trifft diesmal. Dankeschön. Wichtig und richtig. Weil jetzt gehen wir einfach hier für entweder Rundumschutz, Parabolladung. Das wäre zum Beispiel cool. Weil wir sind ja schneller. Rundumschutz, Parabolladung wäre cool, weil dann bleiben wir schneller. Hier würden wir uns Speedkontrolle holen. Aber wir würden auch sehr, sehr viel verlieren, weil es kommt dann einfach Eissturm. Deswegen gehe ich für Rundumschutz. Und heb mir das Elfhuhn nochmal auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt Flammenblitz Predict war. Eine Terra Predictant. Könnte schon sein. Vielleicht hat es aber auch einen anderen Grund. Ich gehe jetzt... Ich meine, mit Drachenpuls machen wir schon auch richtig viel. Aber ich denke, Parabolladung, Rundumschutz. Ich will halt jetzt nicht in die Terra-Fee gehen und dann weggeschrotet werden von einem Flammenblitz. Das wäre ein bisschen idiotisch. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt wahrscheinlich nicht nochmal eine Feuerattacke da reinkommt. Deswegen gehe ich für die Terra-Fee. Einfach, falls es auch noch nicht ausreicht. Und ich gehe hier, ich denke, für den Rundumschutz. Damit fangen wir den Eissturm ab, den Zauberschein. Wir sehen nochmal einen Switch-Out. Ich weiß gerade gar nicht, was noch so dabei war. Der Bodentype ist schon raus. Furienblitz ist natürlich strong. Mit der Terra-Fee sind wir da aber auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wir können da gleich einen Hit nochmal reinknallen. Das ist gut. Bitte geh jetzt nicht für Flareblitz. Bitte geh für die Drachenattacke. Also, das ist der riskanteste Turn von meinem Gegner aller Zeiten. Okay, aber geht in den Slot und wir überleben das. Wieso macht das dann so wenig Schaden? Hä, ich komme komplett durcheinander mit den Kikes. Also, was zur Hölle? Erstmal machen wir übertriebenen Schaden auf den rechten Slot. Sehr cool. Und für mich ist es, denke ich, einfach Schutzschild into... Ich denke mal, Eissturm ist okay. Dadurch holen wir uns nochmal Speedkontrolle, eventuell oder einen KO auf den rechten Slot. Wir hatten den rechten Slot einfach jetzt ausgenockt, muss man ja auch sagen. Vielleicht kommt jetzt die Prio. Wäre okay, dann kriegen wir Elfhuhn rein und dann sollten wir es, glaube ich, gewinnen können mit Mondgewalt into Blitztour rechts. So, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Der Flareblitz reicht immer, ja. Mit der Terra Feuer. Und ich bin Terra Fairy. So, was kommt hier? Sturmblitz, okay. Hätten wir nochmal auf den Schutzschild gehen können. Oder committen können. Was kommt vom Miraidon? Einfach Flareblitz, ja. Also für mich ist es jetzt eigentlich nicht Schutzschild, sondern angreifen. Elektrofeld ist weg. Okay, ich gehe in Elfhund. So, Iron Valiant. Full KP. Ist immer auch wichtig, das so ein bisschen immer auf dem Schirm zu haben. Dass man auch sich die Zeit dafür nimmt, dass ich euch das auch sagen kann. Also da macht ein Flareblitz ohne Terra ja ungefähr genauso viel. Das heißt, es ist Full Attack wahrscheinlich. Mit Terra hätte es logischerweise gereicht. Aber die Terra ist ja schon draußen. Deswegen gehen wir hier rein in den Drachenpuls. Nee, in die Blitztour, in den rechten Slot. Und Rückenwind. Terra ist schon draußen. Es liegt auch daran, dass ich einfach jetzt schon 1 Stunde 3 Minuten in der Aufnahme bin. Merkt man einfach, dass natürlich die Konzentration mit der Zeit ein bisschen nachlässt. Das ist sehr viel Schaden. Blitztour kommt, Rückenwind kommt. Wir können jetzt nochmal Schutzschild drücken. Und Mondgewalt in den linken Slot, denke ich. Und danach, ja, überlegen, wie wir es spielen. Ne, wir müssen nur noch das rechte Mon rausnehmen, wahrscheinlich. Okay, wie machen wir das am besten? Ist noch nicht gewonnen. Weil dieser Sturmblitz war ja übertriebener Schaden. Könnte eine High Roll gewesen sein. Ich gehe einfach für Mondgewalt erstmal in den rechten Slot und für ein Schutzschild. Wenn wir nämlich irgendwo einen passiven Play sehen, dann ist halt over. So, Schutzschild kommt, weil wir Zugabe haben. Ich hätte eben aggressiver spielen können, weil die Terra draußen war. Das Schutzschild gewinnt uns das Game tatsächlich, würde ich sagen. Wie viel macht die Mondgewalt? Ah, ist nicht ganz ein Two-Hit. Zauberschein kommt. Ah, es könnte nochmal sehr, 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 sehr knapp werden. Alter, das ist Max. 100 Pro. Sonne ist aber weg.
Das ist gut. Das ist gut. Ich gehe Parabolladung. Und ich gehe Schutzschild. Weil wir sind schneller, ne? Rücken wir das draußen? Ja. Und Schutzschild. Parabolladung, Schutzschild. Katran-Attacke kann nicht kommen. Ich denke, Parabolladung, Schutzschild ist in Ordnung. Ja. Weil wir leben alles. Drachenattacke kann nicht kommen. Es kann, wenn dann Sturmblitz kommen. Wir sind schneller, heilen uns wieder hoch. Sturmblitz kommt in den falschen Slot. Sehr schön. Wir sind schneller mit Koraidon. Mit Miraidon, sorry. Und holen uns die KO. Also ganz klar, ich hatte jetzt beim letzten Match so ein paar Gedächtnislücken. Einfach, dass ich die Terra Turn 1 einfach ignoriert habe, weil dieses Riesenzahn halt gefühlt 5 Sekunden nur auf dem Feld stand. Aber mit dem Boost haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier 100%ig zu gewinnen. Wir könnten uns einen übersafen KO holen, Win holen. Der wäre dann so ungefähr so wie der letzte. Ich muss eigentlich dafür gehen, aber ganz ehrlich, Leute, komm. Ich gehe jetzt für Drachenpuls und ich gehe für Mondgewalt. Geh halt für deinen Sturmblitz. Selbst wenn du jetzt zweimal crittest, okay, Gegner gibt auf. Also wir hätten es jetzt safer spielen können, indem wir Zugabe drücken und Schutzschild. Ist der Gegner auf Sturmblitz gelockt und dann drücken wir die ganze Zeit Schutzschild und Rückenwind. Wie letztes Mal, nehmen uns jeden einzelnen Sturmblitz und wenn der Gegner sagt, aha, Zugabe ist vorbei, ich gehe auf Schutzschild, ja, dann haben wir safe gewonnen, weil dann können wir anfangen reinzuknallen. Und diesmal ist das Ding auch nicht geterrert und nicht irgendwie auf Gedankengut gegangen. Das heißt, das hätten wir schneller gewonnen. Aber ich hatte jetzt keine Lust mehr. Ich setze mich jetzt an den Schnitt. Ihr liked das Video, geht raus, esst ein Eis oder was auch immer ihr gerade machen wollt. Macht das und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis dahin und ciao.